So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Fußballtalk. Mensch, dass wir das in diesem Jahr noch sagen hätten können, tun, machen dürfen. Es wird Fußball gespielt, tatsächlich. Und zwar an diesem Wochenende. Jetzt werden einige natürlich in ihren Hinterstübchen kramen und sehr weit zurückgehen und sagen: Hey, Moment mal, aber ihr habt doch eine Vorschau schon für diesen Spieltag gemacht. Ja, aber der Jepp und der Puffy, die wollten unbedingt noch eine Folge aufnehmen. Macht aber auch Sinn. Okay, Jungs, es macht Sinn, weil ich bin gleich übrigens sehr gespannt darauf. Alles das, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben, als Vorschau für diesen Spieltag, gilt ja nicht mehr, oder? Ich meine, die Vorzeichen haben sich ja so gravierend verändert. Ja, wir werden ein bisschen quatschen. Wir werden ein bisschen quatschen über, warum gibt es wieder Fußball in Deutschland und überall sonst nirgends nicht oder in den großen Ligen. Wobei ich heute gelesen habe, die Premier League hat jetzt auch ein Datum angesetzt für den Restart, irgendwie Juni. Irgendwas habe ich gelesen. Dann werden wir ein bisschen über, ja, die Fußballprofis allgemein reden, schlage ich mal so vor. Ihr könnt natürlich auch noch Themen dann in den Raum werfen, zum Beispiel, dass ich sehr geschockt darüber bin, wenn ich das so mitbekomme, was beim BVB aufgrund von muskulärer Probleme alles ausfällt für das Derby am Wochenende, frage ich mich, was die dreckigen Pisser die ganze Zeit in der Corona-freien Zeit gemacht haben. Gearbeitet haben sie nicht. Auf ihr Gehalt Eier verzichtet haben sie geschaufelt. auch nicht. Also irgendwas, ne, ist schwierig. Macht mich ein bisschen wütend, muss ich sagen. Ich weiß, es ist wieder Stammtischniveau, aber da stehe ich auch zu. Ja, während wir alle hier, ja, und ihr, der draußen nie zuhört, ja, für teilweise einige von euch für Kurzarbeitgeld schackern mussten. Ja, einige ganz normal, hallo, ja, und so weiter und so fort. Ja, wir mussten für ihre Kohle, wir mussten auf Sachen verzichten und so weiter und hast du nicht gesehen und mussten diesen ganzen Mist auch erleben. Dürfen die fein nähern, ja, pissig zu Hause sitzen, sagen, ich verallgemeine das. Wir verzichten nicht auf Gehalt. Gruß an Barcelona, PSG, glaube ich, oder so. Wir verzichten nicht auf Gehalt. Wir wissen ja gar nicht, warum. Ja, dann arbeitet doch wenigstens. Haltet euch fit. Den ganzen Tag lauft im Kreis oder weiß Gott. Anscheinend haben das einige nicht so ganz ernst genommen, oder? Die dachten sich schon, ey, geil. Kohle auf dem Konto und nichts machen. Ja, was haben wir noch? Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Die Jungs hauen bestimmt noch ein paar Themen rein. Doch irgendwas hatte ich noch, aber habe ich wieder vergessen. Zumindest ist die erste Wut schon mal weg. Bolti, du hier. Der Bolti ist hier. Fabi. Hi, Ach, und warum schreit der dann jetzt? Wir haben gerade, habe ich versucht, lautstärkemäßig alle einzupegeln. Hey! Ciao, Kakao! hi. Es hat sich nichts geändert. Jeb. Jo, moin. Yo, und der Puffy. Ich bin auch da. Zu laut, keine Ahnung. Ist egal, Was? der Puffy ist halt, ist ein lauter Knabe. Und der Puffy fängt an. Puffy, worüber möchtest du reden heute? Wir möchten darüber reden, dass jetzt Bundesliga weitergespielt wird und Sinn und oder Sinnlosigkeit dieser Maßnahme. Was, Nicht gut. warum wird eigentlich gespielt? Nicht gut, Und finde ich. sind wir vielleicht der Testballon für alle anderen großen Sportereignisse, die demnächst kommen? Weil im gerechten Sinne sind wir die Ersten, die es so betreiben. Okay, es wurde irgendwie am Wochenende mal UFC gekämpft, aber naja, darüber kann man sich ja mal unterhalten, was jeder dazu so meint, Mir ob ist man doch die Saison vielleicht ja doch abbrechen soll. scheißegal, wie die nächsten Spiele laufen. Ich habe irgendwie noch im Hinterkopf Zweifel, dass die Saison tatsächlich auch ein Ende finden wird. Ich fürchte, es wird eine zweite Welle geben und dann wird alles komplett eingestampft. Aber wichtig ist, dass am Samstag, ja, irgendwann mal zwischen 15:30 Uhr und 17:15 Uhr, der Kollege Erling Haaland ein Tor erzielt. Danach könnte die Liga abbrechen. Das ist die ganze Zeit meine größte Sorge. Ich möchte doch diese Wette bitte gewinnen. Ja. Ich verfluche diesen Moment, als er gegen, ich glaube, gegen Gladbach, das müsste eines der letzten Spiele gewesen sein oder so, als er diese Riesenchance hatte, irgendwie um voll am Tor vorbeigeballert hat, wo ich mir dachte, nein, dann wäre das Thema schon lange durch. Ich wäre besoffen hier und alles wäre gut. Aber nö. Für die, die sich jetzt gerade fragen, was labert hier? Puffy und ich haben eine Wette zur Winterpause gemacht, als der Haaland-Transfer feststand und ich habe gesagt, irgendwie er macht noch zweistellig in der Rückrunde. Und Puffy hat gesagt, nein und wir wetten da um Single-Mode. Jetzt steht er bei 9 Toren und da kam der Liga-Stop. Und ja, das ist meine einzige Sorge. Ansonsten bin ich ganz ehrlich, wo du es gerade angesprochen hast, ich kann den Wettbewerb nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt ablaufen soll. Wird es denn am Saisonende dann Meister und Absteiger und Aufsteiger in den anderen Ligen oder was wird gemacht? Würfelt Soll man es das so auf jeden aus? Fall geben.
Wird es auf jeden Fall geben. Aha. Aufsteiger definitiv. Absteiger ja, ab einer gewissen auch. Klasse nicht mehr. Ab einer gewissen Klasse. Ab welcher Klasse? Das ist doch. Aktuell wohl ab Regionalliga ist die Rede. Nee, das ist ja schon mal per se falsch, weil man muss ja unterscheiden zwischen A, DFL, die zweite Bundesliga, und dann alles, was da drunter ist. Ja, ab in Niedersachsen ist alles ab fünfte Liga halt der Niedersächsische Fußballverband verantwortlich. Und hier ist bislang noch keinerlei Entscheidung getroffen, was überhaupt passiert. Andere Bundesländern ist eine Entscheidung getroffen. In Bayern wird ab September weitergespielt. In Brandenburg zum Beispiel ist abgesagt. Das heißt, es gibt bundesweit keine einheitliche Entscheidung, wie es im Amateurbereich ablaufen wird. Regionalliga streitet sich ja auch aktuell drum. Südwest ist kurz davor bekannt zu geben, dass abgebrochen wird. Ja, wie gesagt, bei West und zum Beispiel auch Essen und Oberhausen drin spielen, die wollen beide weiterspielen, weil sie natürlich beide, Essen und Oberhausen, die Chance sehen, aufzusteigen. Deshalb würde ich das nicht so per se sagen, aber dass alles das ist fix ja das, ist. Worauf ich hinaus will. Ne? Ich weiß zum Beispiel, Dresden steckt da relativ weit unten drin, haben auch ein scheiß Restprogramm. Und was haben sie? Corona. Ja, ich meine, so, das ist ja angedeutet, alles, was jetzt kommt, grenzt schon an Wettbewerbsverzerrung, weil einige Teams durften früher trainieren als andere. Einige haben das erst... Jetzt immer noch nicht? Ja. Andere wie Dresden, gut, wenn es da bestätigte Corona-Fälle gibt, dann und die, sagen wir mal, jetzt 2 Wochen nicht trainieren dürfen und dann am Wochenende dann spielen müssen, nachdem sie wieder anfangen dürfen, ist das für die ja... Also die können die Spiele nicht gewinnen. Das Problem ist halt, es ist keine... Anders als wenn jetzt von der einen auf die nächste Saison springt, da kann ja jeder anfangen, wann er will. Da kann sich jeder drauf vorbereiten, weil du ein fixes Datum hast am, weiß ich nicht, Mitte August. Ja, ja. Das hat man ja in dem Sinne nicht, sondern es ging ja relativ kurzfristig los und das Problem wird einfach sein, das wird auf jeden Fall im Amateurbereich passieren, dass viele Vereine klagen werden, egal welche Entscheidungen getroffen werden, ob sie nun aufsteigen dürfen oder nicht. Und das wird in den Profiligen auch passieren. In Holland wird Utrecht auf jeden Fall klagen, weil sie nicht Europa League spielen dürfen. Irgendwie geklagt Ja, Lyon auch. Ja. Und deshalb kann ich verstehen, dass die DFL gesagt hat, sie wollen eigentlich die Saison zu Ende spielen, um sowas zu vermeiden. Aber die Art und Weise, wie es funktioniert oder wie es ablaufen soll, sehe ich nicht. Ich bin auch bei Gordi, dass es relativ schnell wieder vorbei sein wird, weil eine zweite Welle kommen wird, wenn ich mir so angucke, was Herr Kalou auf Facebook veröffentlicht hat. Kalou, geilster Mann, ja. Das Problem ist, ja, das war jetzt Kalou, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das, weiß ich nicht, bei Mainz oder bei Dortmund nicht anders läuft. Dementsprechend, wird eine zweite Welle kommen, dann wird alles abgebrochen und dann bin ich gespannt, was passieren wird. Man darf jetzt 5 wechseln. Auch wieder so eine Sache, wo ich mir im Hinterkopf überlege, wem hilft das denn jetzt gerade? Ja, das Lustige an den 5-mal wechseln ist, du darfst 3 Wechselphasen haben, darfst aber 5 Spieler wechseln. Ja, ja. Aber trotzdem. Was ein Herr Nagelsmann anscheinend nicht wusste, weil der hat sich ja im Interview beschwert, dass es dann irgendwie zwischen der oder nach der 90. Minute irgendwie 4 Wechsel geben wird. Ja, und das ist ja von der FIFA nicht erlaubt. Nee, sondern ja, das du ist richtig, in 3 Wechselphasen die 5 Spieler wechseln. Ja, aber auch da kriegst du A Zeit runter, aber die Zeit ist gar nicht das, was ich so im Auge habe. Ich sehe, dass am Samstag Derby ist. Und da spielt halt eine Mannschaft, die vielleicht eher fußballerisch angehaucht ist, die das nicht hinbekommen wird, aber ist egal, und die andere Mannschaft, die halt eher über den Kampf ins Spiel kommt. Das heißt, ich kann 2 gelbe Karten extra einplanen, richtig? Jupp. Wenn es konsequent durchzieht, ja. Wem hilft es? Hilft es den Vereinen, die Edeltechniker auf dem Feld, nicht Dortmund jetzt allgemein, die Edeltechniker auf dem Feld haben, oder hilft es die Vereine, die sich sowieso über den Kampf und über Lauf definieren? Ja. Vermutlich eher Ersteres. Ja, und was? Eher Zweiteres. Und dann auch die Frage, das hat Bolt ja gerade gesagt, ne? du hast ja kein Mannschaftstraining jetzt gerade. Ne? Das heißt, die Teams, die über die Eingespieltheit kommen, oder die Teams, die halt wirklich nochmal über Kampf und Einsatz und was alles gut und schön ist, ich möchte das nicht schlecht reden jetzt, und Kampf, Einsatz und Laufbereitschaft kommen. Ich sag nochmal, defensiv hast du ein Konstrukt. Wenn du defensiv die ganze Saison gut standest, dann tat dir die Pause jetzt auch nicht weh. Ne, wenn du aber offensiv darauf angewiesen bist, irgendwie über Kombinationen zu kommen, ja, also für mich, weiß ich nicht, ich find's
Es wird seltsam. Du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt schon bei Eingespieltheit bist und bei offensiven Spielzügen, darfst du nicht vergessen, dass seit Corona ausgebrochen ist, keine Mannschaft auch nur ein Testspiel gemacht hat. Eben, das fehlt so, ja. So, das heißt, Abläufe, die normal integriert, die normal automatisch ablaufen, können gar nicht mehr automatisch ablaufen, weil du halt erstens 1,5 Monate nicht trainieren durftest und jetzt seit einer Woche dürfen halt einige Mannschaften wieder Mannschaftstraining machen. Aber auch ohne Kontakt, immer noch einen schönen Abstand. Das ist stimmt halt, ja nicht. Zum Beispiel Bayern hat ein Testspiel gemacht im Campus. Also die erste gegen die Reservisten, also die haben schon gespielt. Aber das ist halt, ist in dem Sinne auch kein echtes Testspiel. Und es hilft ein bisschen, aber gibt viele Mannschaften, die haben halt die Möglichkeit nicht. Ja, Leverkusen hat keine zweite Mannschaft. Frankfurt hat keine zweite Mannschaft. Abgemeldet? Das ist halt deren Pech in dem Sinne, aber was ich mal sagen möchte, dass auch das Produkt darunter leiden wird, ne? Weil viele Mannschaften einfach auch eingerostet sein werden. Also der Start wird schlimmer sein als nach der Sommerpause, weil, wie gesagt, keine Testspiele und die sind ja schon meistens grottig. Ja, dann ist das Trainingslager, wo du wirklich, guck mal, die ganzen Vereine, die international spielen, ne? In der Bundesliga, wir bleiben jetzt einfach bei der Bundesliga. Was machst du denn in den ganzen DFB-Pokal, international und Liga? Du machst doch hauptsächlich während der Saison Regeneration. Du hast doch selten mal irgendwie eine Woche, dann hast du Länderspielpausen noch dazwischen, wo die Hälfte der Mannschaft vielleicht nicht da ist. Du hast doch selten mal wirklich die Phase, wo du, ich glaube, Klopp hat es auch mal gesagt, wo du wirklich nochmal an diverse Dinge wirklich fußballerischen Dingen arbeiten kannst. Das machst du im Sommertrainingslager und zum gewissen Teil noch im Wintertrainingslager. Ja? Und dann ist alles Vorbereitung auf die nächsten Spiele, Regeneration, Vorbereitung auf die nächsten Spiele, Regeneration. Mehr hast du doch nicht. Ja? Ich werde auch diesen Spieltag nicht tippen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das aussehen wird. Kann auch alles passieren, also. Man kann das ja nicht seriös tippen. Wie denn? Ja. Aber ich persönlich bin tatsächlich froh, dass Fußball weitergeht. Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ich habe meine Bedenken, habe meine Zweifel und sehe da für einige halt eher einen Vorteil als für andere. Aber ich finde es gut und richtig aus persönlicher Sicht, weil ich muss ehrlich sagen, die letzten Wochen, es gab eigentlich nur noch Arbeiten. Dann hast du Wochenende, was hast du am Wochenende gemacht? Im Kopf gearbeitet oder im Garten gearbeitet oder, ne? Also es gab nichts, wo ich mich da, jetzt brauchen wir nicht über das momentane Fernsehprogramm, brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist scheiße. Ja, ich habe vielleicht mal eine Serie geguckt oder so, aber ansonsten, ich habe nur irgendwie die Arbeit mit ins Wochenende geschleppt. Das heißt, ich freue mich tatsächlich darauf, auch am Wochenende mal hier zu sitzen und mich zu freuen, mich zu ärgern und mich abzulenken. Einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Aus persönlicher Sicht. Das ist schon schön. Na, ich weiß, ich werde mir die Spiele oder ich werde mir einen großen Teil der Spiele wahrscheinlich ansehen, aber freuen, weiß ich nicht. Irgendwie ist es zwiegespalten. Weil ich habe mit der Eintracht ja 2 Europacup-Spiele als Geisterspiele gesehen. Und das hat irgendwie nichts richtig mit Fußball oder mit internationalem Fußball oder nicht mit Bundesliga was zu tun. Das ist schlechter als jeder Testkick. Also du kannst ja aus dem Sommertrainingslager irgendwie einen Webstream angucken, wo sie in Florida gegen irgendwas spielen. Das hat noch mehr Flair als irgendwie so ein Geisterspiel. Und meine Befürchtung ist halt, dass die Spieler vom Kopf irgendwie nicht dahinter sind und einfach da das wie unter Trainingsspielen abhandeln und das grottenschlecht wird. Gut, dann gewinnen die Mannschaften, die das ernster nehmen. Damit kann ich und dann hast du am Ende sowas wie Düsseldorf wird dann irgendwie Corona-Meister. Irgendwie sowas in der Art, ja. Also die Absteiger, die jetzt aktuell unten sind, selbst Paderborn, wenn die sich zusammenreißen, kann das nochmal ganz schön da durchwirbeln, die Tabelle. Es sind noch 10 Spieltage oder 9 Spieltage. Also tatsächlich die Mannschaften, die jetzt vom Personal vielleicht nicht so stark aufgestellt sind, können tatsächlich, wenn sie mit dieser derzeitigen Situation am besten umgehen können, können sie das meiste herausholen. Also es würfelt die ganze Nummer wirklich arg durcheinander. Nicht nur, dass sie jetzt die Pause da hattest, wo halt Verletzte wieder gekommen sind, ne, bin ich wieder beim Derby im Kopf. Ich glaube, Gelsenkirchen war ja, als das Derby hätte stattfinden sollen, arg gebeutelt, gerade in der Innenverteidigung meine ich. Ne, und jetzt sind da auch schon wieder sehr viele zurück. Es hat alles so unfassbar durcheinander geworfen. Ne? Buffy. Ja, also ich bin gespannt. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es gibt für mich auch wahnsinnig viele Fragezeichen. Deine Argumentation oder deine Ausführung, weil du denkst, dass es so ist, dass Mannschaften, die
weniger über die spielerische Komponente kommen, sondern mehr über die kämpferische Komponente vielleicht einen Vorteil haben. Ich sehe es vielleicht sogar andersrum, dass ich sage, die Leute, die Fußball spielen können, die setzen sich dann einfach individuell durch, weil auch die Mannschaften, die sich hinten reinstellen oder über den Kampf kommen, agieren ja kompakt, und kompakt muss ja auch einstudiert werden. Sicherlich ist Verteidigen einfacher wieder zu erlernen als Angreifen. Das ist nun mal so, als kreativ zu sein. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das abgeht. Ich denke auch, dass da kuriose Ergebnisse rauskommen werden. Ja, also womit keiner rechnet, wenn man sich jetzt anguckt, tabelltechnisch, könnte man sagen, okay, so. Aber das wird alles so nicht passieren. Also glaube ich. Also das wird ganz kurios. Jetzt haben etliche gesagt, ja, Hertha hat einen Vorteil, weil sie einen neuen Trainer haben. Nö, haben sie nicht, weil der hat ja auch nichts machen können. Ja, also die haben da irgendwie rumgedaddelt in Zweiergruppen, Dreiergruppen, je nachdem, was sie durften, und das war halt. Also ganz, ganz seltsam. Ja, ich frage mich, wer mental... Ich freue mich nicht, dass wieder was im Fernsehen kommt, was anderes außer der Scheiß, der uns bis jetzt gebracht wurde, aber was das wird, boah, das kann keiner prognostizieren. Ja, aber bei Geisterspielen hätte ich lieber gesehen, also eine Konferenz mit allen neuen Spielen machen und den nicht so zermürben, weil das, diese ganzen Einzelspiele, Frankfurt gegen Gladbach, Köln gegen Mainz, Union gegen Bayern, Bremen gegen Leverkusen, das wird so traurig anzusehen, also mir graut's schon. Ja, und so eine mentale Frage, wer besser umschalten kann auf Pflichtspielmodus, weil die nicht gewohnt sind, dass sie im leeren Stadion Bundesligaspiel machen, wo es um die Meisterschaft geht. Sondern wir haben eher im Kopf keine Zuschauer, eher Testspiel. Gibt da schon einige Vereine, die das besser... Ja, okay, Wolfsburg wird jetzt einen Vorteil haben, aber Teams wie Dortmund, Bayern, Köln, Bremen, die sind einfach gewohnt, dass da 60.000, 70.000 Leute im Stadion sind, einfach dieser Druck, der wird einfach gar nicht da sein. Ja. Irgendwie freuen wir uns jetzt doch nicht mehr, oder was? Nein, mach mal. Wer freut sich denn? Ich klinge das so ein bisschen fies, aber man ist ja so ein bisschen gespannt, was das wird. Man erwartet ja kuriose Sachen. Oder man erwartet ja unvorhergesehene Sachen. Also entweder das sind total. Ja, irgendwas wird passieren. Dass es kein normaler Spieltag ist, darüber sind wir uns ja alle klar. Viele individuelle Fehler. Ja, ich weiß es. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, jemand, der das vielleicht im Kopf besser verkraftet, der macht vielleicht das Spiel seines Lebens, und andere, wo du denkst, Mensch, Top-Fußballer, die merkst halt doch, okay, dass es denen im Kopf mehr rumspukt. Ne? Da gibt ja auch so ein paar Sachen, ich weiß ja nicht, was in Köln da passiert ist. Ich habe da irgendwie gehört, da hat das Gesundheitsamt vielleicht ein Auge zugedrückt. Das mit den Gesundheitsämtern ist ja eh lustig, weil die Spieler werden ja oder das Gesundheitsamt, das zuständig ist, ist das Gesundheitsamt, wo der Spieler wohnt. Das heißt, wenn irgendwie ein Dortmunder Spieler in Gelsenkirchen wohnen würde und der hat Corona, könnte das Gesundheitsamt in Gelsenkirchen sagen, nö, ich schicke euch alle 2 Wochen jetzt in Quarantäne. Okay. Zum Beispiel. So war das ja in Dresden. Also die sind ja nicht von dem Gesundheitsamt in Dresden, sondern da in ihren Wohnorten, also von irgendwelchen kleinen Käffern, die da rundherum sind. Genauso, was der Kicker jetzt berichtet hat, es gibt 3 Mainzer Spieler, die in Frankfurt wohnen. Das heißt, wenn ein Mainzer Spieler da irgendwie Corona hat, kann das Gesundheitsamt Frankfurt sagen, hey Mainz, ich mag euch nicht, ich schicke euch 2 Wochen in Quarantäne. Ja. Verwirrend. Aber ich bin übrigens auch der Meinung, dass, wo wir gerade bei Dresden sind und so weiter, dass während dieser Pause viel, viel mehr Bundesligaspieler oder aus dem Umfeld betroffen waren. Ich glaube einfach nur, dass es immer gemeldet wurde, wenn da jemand Verdachtsfall war. Naja, wenn die Tests gesehen hat, wo der da ein bisschen im Mund rumgestockert hat. Also wenn das ein Corona-Test war, dann gute Nacht. Ja. Hast du recht. Ja. Also ich bin übrigens auch der Meinung, dass Lippe rumgespielt und hat gemeint, das ist der Corona-Test. Und wenn du dann hörst, die müssen mit so einem Wattestäbchen dir fast bis an die Schädeldecke drücken, ja, damit sie einen richtigen Abstrich kriegen und das tut richtig weh, da denke ich mir auch so, irgendwas passt da nicht ganz zusammen. Bei Fabi kein Ding, ne? Stäbchen würde so durchgehen, oder? Am Ohr wieder rauskommen. Ja, wir lechzen nach ein bisschen Normalität, erkennen aber, dass dieser Bundesliga-Spieltag oder die restlichen Bundesliga-Spieltage alles sind, aber wahrscheinlich keine Normalität.
Ja, ich denke auch so in 3-4 Wochen werden wir hier sitzen und wieder kein Talk machen, weil es wieder alles vorbei ist. Solange Haaland dann das Tor gemacht hat, was noch fehlt, ist alles gut. Es wird ein Dominoeffekt sein. Wenn 1-2 Vereine infiziert sind, wird das sich wie eine Kette durchziehen. Du kannst ja, selbst wenn 3-4 Leute jetzt aus einem Verein infiziert sind, so, dann muss der ganze Kader in Quarantäne geschickt werden. Okay. Eventuell. Komm. Wahrscheinlich auch der gegnerische Kader, mit dem sie vorher gespielt haben, auch nochmal getestet werden. Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, sobald da wirklich, ja, Domino-Effekt, sobald da eine Sache ist, können sie den Laden sowieso einstampfen. Ja, ne? Gut, getestet und, werden sie ja alle 2 Tage. Ja, erstaunlicherweise. Wir überhaupt nicht, aber die Jungs, die feinen Herren Millionäre werden getestet. Ja. Aber was auch interessant ist, die haben jetzt halt einen Zeitplan von 6 Wochen im Prinzip. Und da müssen sie 11 oder 10 Bundesliga spielen, müssen DFB-Pokal reinhauen. Von Europacup habe ich jetzt noch nichts gehört, ob die da irgendwie weitermachen wollen, weil das muss. Ab August, oder? Oder nicht was? Keine Ahnung. Ab August irgendwie. Der August war Finale, also irgendwie das Finale haben sie auf August verlegt, aber trotzdem müssen ja die anderen Spiele gemacht werden. Ach, glaube ich nicht. Kann auch irgendwie. Oder in Turnierform oder so. Ja, genau. Neutraler Ort und bam. Ja, und dann ist auch egal, wer am Ende Corona hatte. Ja. Die können ja eh alle Sommerpause nutzen. Ach, ich weiß nicht. Es ist alles so seltsam. Und wir können uns darauf vorbereiten, dass früher oder später eine Mannschaft, die unten im Abstiegskampf ist, dass dann Bremen auf einmal sagt, wir haben übrigens gerade 5 Corona-Fälle, wir können nicht mehr teilnehmen oder was weiß ich. Ja gut, Bremen jammert ja sowieso relativ viel, ne? Bremen hat jetzt schon wieder das verdammte Montagsspiel. Ja, aber Bremen ist auch wirklich nur ein Jammern. Die jammern ja, über alles. Ja, das ist ein Geschenk für sie. Warum ist das Montagsspiel ein Geschenk für sie? Ja, sie jammern, dass sie weniger Vorbereitung haben und deswegen sollen sie ja zufrieden sein, dass sie das Montagsspiel gekriegt haben. Also sie einen Tag länger haben. Okay, ja. Gut. Also hat Bremen richtig gut getroffen eigentlich. Sie hat es optimal getroffen, haben 2 Tage länger Vorbereitung als die Mannschaften, die am Samstag spielen. Aber jetzt ist ja noch eine Woche Pause und dann fängt es ja mit den englischen Wochen an. Also das ist schon sehr eng gestrickt, der Plan. Ja. Ich bin gespannt. Ja, was wollten wir noch reden? Wir sind ja die erste große Sportveranstaltung, die jetzt stattfinden, weltweit, muss man ja sagen. Ne? Alle anderen sind ja ausgesetzt. Okay, wie gesagt, UFC war am Wochenende und glaube ich jetzt in der Woche irgendwie heute ist irgendwie nochmal so eine Veranstaltung da in Florida Fight oder so. Night. Ja. UFC so, Fight Night. Ja, genau. Ich glaube einfach, die Bundesliga ist der Testballon. Gucken, wie das funktioniert, oder? Ja. Und daraus werden die anderen großen, die auch Sportveranstaltungen, die jetzt pausieren, dann ihre Lehren ziehen und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, werden sie sagen, nö, wir setzen nicht weiter fort. Wenn du sagst, die Premier League will im Juni wieder anfangen, da sind ja dann in der Bundesliga rein theoretisch dann schon wieder 3 oder 4 Spieltage gelaufen. Und dann wissen sie, ob das Sinn macht oder nicht. Und wenn sie zu dem Entschluss kommen, auch in der Premier League und in der Bundesliga den abzubrechen, dann glaube ich einfach, dann gehen Vereine drauf. Ja, aber sollte es klappen, können sie ihr Konzept richtig vermarkten. Ja. Also dann werden auch internationale Ligen, was weiß ich, NFL oder sowas, würde dann wahrscheinlich auch hingehen und würde sich Anleihen an diesem Konzept nehmen, damit sie ab September wieder ihre Saison spielen können. Ja, vor allem, wie viele Zuschauer, ich bin auf die Einschaltquoten am Wochenende, bin ich ja extremst gespannt. Die ersten 2 Spieltage werden noch gehen, jedenfalls am Samstag, weil es wird ja auf Sky News HD da gezeigt. Sie haben sie ja ins Free TV gemacht, die Konferenz. Ja, ich meine aber auch Leute, zum Beispiel mein Chef, ja, ist ein bisschen Fußballfan, wohnt in Indien, ist Inder, eigentlich Arsenal-Fan, aber er sagte dann auch letztens irgendwie, ja, Bundesliga fängt wieder an, super, ich freue mich schon, wie viele Leute am Wochenende Bundesliga gucken werden. Auf welchem Weg auch immer. Ja, vor allem die Einzelspiele, die werden Einschaltquoten haben, die hast du sonst nie gesehen. Also ein Spiel Köln gegen Mainz. Normalerweise kein Zuschauermagnet im Fernsehen. Ja, dann wäre ich doch klüger gewesen, hätte Hoffenheim gegen Berlin auf Sonntag gesetzt. Dann Leipzig-Freiburg, Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg. Ja, die hätte ich doch alle auf Einzelspiele gesetzt. Union, ja, die hätten trotzdem Zuschauer gekriegt, weil es halt Fußball ist und die Leute nichts zu tun haben. Eben, warum fragt uns denn keiner? Wir hätten das schon besser geregelt. Man hat wären Top-Quoten gewesen. Olti, ja. Was willst du quatschen? Erzähl mal, was liegt dir da auf dem Herzen? Bist du traurig, dass Barcelona den Bach runtergeht oder sagst du... Nö. Geil. Könnt ihr mich nicht weniger interessieren, was mit Barcelona passiert?
Vielleicht könnte man noch einen großen Punkt nennen, der mir zumindest in den Medien ja nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar, dass ich einfach denke, was ein großer Kritikpunkt ist, dass die Bundesliga wieder losgeht, ist, dass ich einfach denke, dass viele sich über die Kontaktsperren und Kontaktbegrenzungen, die es gibt, darüber hinwegsehen und der Bundesliga gucken, mit vielen Leuten irgendwo zu Hause im Garten oder im Wohnzimmer oder sonst wo, obwohl es verboten ist und dadurch sich der Virus, also Corona gegebenenfalls, wieder verbreiten kann, weil man muss das von der Seite sehen. Viele von denen, die im Stadion waren, haben kein Sky-Abo, weil sie ja normalerweise jedes Spiel im Stadion sind und werden sich auch kein Sky-Abo holen. Und für die, ja, die dann sonst im Stadion sind, ist die einzige Möglichkeit, irgendwo Sky zu gucken. Wenn sie es nicht selbst haben, müssen sie es irgendwo tun. Bei Bekannten, Moment, aber ist es bei doch jetzt Freunden oder so. erstmal frei, oder? Ja, aber Ja, aber nur irgendwie nur zwei, die drei Konferenzen. Konferenzen. Ja, immerhin. Aber wenn ich jetzt als nicht vorhandener Leipzig-Fan sagen würde, ich würde gerne in Leipzig gucken, dann muss ich halt Sky haben, um mir das Einzelspiel anzugucken. Also ich dachte, du bist einer von den drei Leipzig-Fans. Ja, nur weil ich Er meint Leipzig jetzt zum vermutlich. Meister gemacht habe, bin ich, heißt das nicht, dass ich Leipzig-Fan bin. Ganz ehrlich, Freunde, ja, ist mir scheißegal, ob die jetzt in der Kneipe gehen und alle gucken. Wir Ja, Kneipen dürfen hier nicht. das zeigen die schon. Ich sehe hier jedes Wochenende Gartengrillpartys und so weiter und so fort. Ja, aber das ist doch jetzt eh Wischiwaschi mit diesem, jetzt dürfen zwei Familien. Ich meine, ist dieses Ramadan jetzt schon vorbei? Ich habe keine Ahnung. Egal, aber die haben ja dann Keine auch schon Ahnung. ihr Schlachtfest da, beziehungsweise ihr Wir dürfen wieder essen fest. Und wenn zwei Familien Ramadan feiern, dann hast du da gerade mal 150 Leute. Ja, ich weiß das. Ich weiß nicht, von wo das Bild war. Am Wochenende war irgendwo eine Ach, in Anti-Corona-Demonstration. Stuttgart, Die waren glaube bei ich, die waren allen. überall. Ja. Und da waren dann auch tausende Menschen. Ich meine, wenn man vielleicht vom Fußball ein bisschen abschweift, ich glaube, dass man sagen kann, dass Deutschland relativ viel Glück hatte. Wenn ich mir angucke, was für eine Sterblichkeit, Prozentquote andere Länder haben, das ist dann das Doppelte, dann kann man schon sagen, dass Deutschland relativ gut weggekommen ist. Und man sollte damit nicht spaßen. Fragt man Luka Kilian von Paderborn, fragt man Dybala nach. Ich glaube, die hatten keinen Spaß, den Virus zu haben. Also man sollte das nicht unterschätzen. Nö, das habe ich aber schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit gesagt, als Definitiv. viele Leute noch gesagt haben, irgendwie, das ist doch alles halb so wild und haben noch ihre Witze gemacht, habe ich gesagt, ja, nehmt es ernst, nicht in Panik verfallen, aber nehmt es ernst, es wird noch mehr kommen, ne? Und es wird noch lange nicht vorbei sein. Also Nee, Einschränkungen wird wir werden da es noch lange lange geben. Spaß daran haben. Einschränkungen wird es noch lange geben. Und wie am Anfang so gesagt, ich glaube, da waren wir uns fast alle einig, dass wir nicht glauben, dass wir die neuen Spieltage, die noch ausstehen, bloß DFB-Pokal durchziehen. Wann es im Amateurbereich weitergeht, ist ja auch völlig offen. Ja. Dementsprechend ja, mal gucken. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird nichts mehr mit Zuschauern stattfinden. Das ist ziemlich safe, also. Ich kann mir auch sehr gut Es vorstellen, dass im könnte sein, dass die Amateurbereich dieses Jahr komplette auch nichts mehr nächste wird. Saison Geisterspiele ist, wenn eine Saison stattfinden wird. Sollte eine kommende Saison stattfinden, also eine Saison 2021, würde es mich nicht wundern, wenn zumindest die Hinserie, wenn nicht die ganze Serie, auch Geisterspieler sein werden. Sagt Fabian, dieses Jahr, ne? Dann zieht er schon die Ja. Hinrunde mit Das ist hier mit drinne. ja, mindestens. Ja, Spekulation, Spekulation. Definitiv. Was haben wir noch? Haben wir denn überhaupt noch was? Wie geht's euch da draußen überhaupt? Seid ihr alle gesund? Habt ihr näheren Bekannten, Verwandtenkreis Fälle gehabt, die infiziert waren? Hattet ihr irgendwie? Nüpp, gar nichts. Nur Bekannte von Bekannten, aber mehr nicht. Ja, ich habe auch Nicht nur im engen Bekannte von Umkreis. Bekannten. Hier habe ich auch alles. Hier Puffy? bei mir war da, wo ich immer meine Fantasy-Spiele spiele, die seine Freundin, die hatte Corona. Was für Die haben dann in Fantasy-Spiele das spielst Haus, du? also die teilt mit Wänden und immer wenn sie dann raus ist, irgendwann musste sie ja aus dem Schlafzimmer raus, aufs Bad oder so, ne, dann In die Küche essen machen. naja, nee, das Essen hat er ja hingestellt. Ja. Naja.
Und dann hat er rausgestellt, und er ist wirklich mit Schutzmaske und so weiter und hat sich desinfiziert und also war richtig heftig, 2 Wochen lang. War jetzt nicht so mega schlimm, also wie gesagt, er hat halt gemerkt, dieses schwer atmen und auch, dass du dieses Gefühl, dass du Flüssigkeiten in der Lunge hast, aber ist halt abgeheilt. Aber war schon, sagt sie, fühlt sich in den ersten Tagen schlecht und du wirst halt nicht, ob es noch weitergeht. Hat sich dann relativ schnell stabilisiert, dass halt die Symptome nicht noch schlimmer geworden sind, aber es war nicht so schön. Was du beschreibst, ist mein Leben seit 17 Jahren mit meiner Freundin. Du spielst Fantasy-Spiele? Ja. Aha. Warhammer. Warhammer? Aha. Nüchtern? Ist ein anderes Thema. Zum Anfang ja. Puffy ist nie nüchtern. Also. Fließt natürlich auch natürlich Alkohol. Met. Nee, der Warhammer ist ja... Oh, weiß ich nicht. Warhammer ist, das Warhammer-Universum ist relativ breit. Ja, ist relativ breit. Gibt's eine Menge. Fantasy bis hin zu futuristisch, glaube ich, oder irgendwie so. Ja. Genau. Ja, und Jeb, du als Frankfurter, musst doch Corona um dich rum, oder? Oder saugt das Xavier Naidoo alles? Also direkt nix und ja, alles noch so weit im... Ich weiß nicht, wer es hat. Es kann sein, dass du asymptotisch warst und es nicht mitbekommen hast. Wird es bestimmt auch Fälle geben im direkten Umfeld, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mal gespannt, sobald es irgendwie diese Antikörpertest gibt, die du dann irgendwie auch in Drogerien kaufen kannst und die du als Selbsttest machen kannst. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ich will mir so ein Ding sicherlich auch holen und werde gucken, ob ich Antikörper habe. Ich nicht, mir scheißegal. Ich kann nur sagen, meine Schwester ist ja Lehrerin und die hat auf jeden Fall, die Einschläge kommen dann näher irgendwie, von Eltern, von Schülern und all sowas. Aber ansonsten auch nichts Bewusstes irgendwie jetzt direkt im Familienkreis. Allerdings Leidtragende, zum Beispiel der Onkel meiner Freundin hat, was hat er, Leberkrebs? Ach, wie meine Omi. Irgendwie was ganz Ekliges und ist jetzt irgendwann mal vor 1-2 Wochen umgekippt, hatte vorher schon mehrfach Wochen und Monate lang versucht, einen Arzttermin zu bekommen und wurde immer wieder gesagt, nee, es ist alt jetzt nicht, wir haben momentan hier durch die Corona-Sache und so weiter und so fort. Ja, und jetzt ist dann wohl auch zu spät. Da haben sie gesagt, irgendwie, ja, 3 Monate haben sie noch. Wären sie aber früher gekommen. Sehr schön. Ob es dann noch was zu machen gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht, aber... So zieht sich das auch, ne? Ansonsten kann ich nur sagen, für mich hat sich, wie gesagt, relativ, oder habe ich euch ja schon oft gesagt, relativ wenig geändert. Ja, als ITler wirst du dein Leben lang auf diesen Scheiß eigentlich vorbereitet, ohne es zu wissen. ich habe halt viel mehr Arbeit, ne? Viele Kunden sind halt jetzt auch zu Hause, haben anscheinend jetzt viel mehr Zeit, auf ihre Sicherung nochmal zu gucken oder Langeweile. Meine indischen Kollegen, ja, die ja schon noch vor ein paar Monaten, als da gar nichts war, an bestätigten Fällen, und ich gesagt habe, hey, bei euch wird es richtig knallen, als sie gesagt haben, nee, glaube ich nicht, weil wir haben eine ganz andere Hygiene als ihr da in Europa, wo ich dachte, was? Ja, die sind der Meinung, die haben eine bessere Hygiene als ihr? Ja. Da läuft anders. Das sind die Leute, die in den Ganges baden. Ja, habe ich dann auch gedacht. Nee, aber die arbeiten halt jetzt auch schon die ganze Zeit von zu Hause aus und oftmals dann sind sie nicht da, weil Stromausfall, wo ich mir dachte, ach, guck mal, hygienisch so fortschrittlich, aber Strom ist Mangelware. Ja, ich kneife mir da jegliche Kommentare. Ja, und wenn die nicht da sind, hast du die Arbeit dann auch noch am Hals. Schön, ne? Ja, ansonsten, Fabi, du immer noch zu Hause oder arbeitest jetzt auch mal wieder? Ja, ich bin noch im Homeoffice. Natürlich. Wie lange? Bis September oder wie lange haben sie euch schon mal Mittlerweile unbefristet, bis sie immer sagen, jetzt nicht mehr. Alles klar. Wie waren deine Prüfungen, Fabi? Die liefen gut. Also die haben alle stattgefunden, die wurden in 3 Räume insgesamt aufgeteilt. Und dann mussten wir die schreiben, aber die liefen. Hast du eigentlich eine Spezialprüfung ablegen müssen oder so wie alle anderen? Wie alle anderen. Echt? Ja. Krass. Hättest du das gedacht, Buffy? Nee. Fußball. Wollen wir noch irgendwie was quatschen? Nee, es gibt nicht viel zu quatschen. Ne? Wir werden nächste Woche werden wir auf jeden Fall nach dem Montagsspiel ein bisschen schlauer sein. Ja. Oder wir kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja, ich meine, am Ende wird Gelsenkirchen noch Meister. Ne? Die machen jetzt einen richtigen Run, können sich super auf diese ganze Situation einstellen, alle anderen straucheln so vor sich hin und schwupps
sind sie nicht nur Meister der Herzen, sondern Meister, Virusmeister, Corona-Meister. Das würde ich gar nicht so witzig finden. Und dann, warte mal, jetzt habe ich doch ein Szenario gefunden, mit dem ich echt leben könnte. Ja, die legen einen Run hin, werden am letzten Spieltag dann Meister, ja, und dann gibt die die DFL gibt dann aber bekannt, übrigens, ja, alles schön und gut, aber es gibt dieses Jahr keinen Meister und keine Absteiger und keine Aufsteiger. Ja, morgen soll ja die Satzung geändert werden, dass es das gibt. Ja, da wird so viel noch im Nachhinein. Egal, ob abgebrochen wird oder nicht, es soll einen Meister geben und es soll auch Auf- und Absteiger geben. Ja, da zeigen sie dir schon. Ich kann dieses Szenario noch verstärken, André. Ja. Die feiern schon. Ja. Und zwei Minuten nach dem Abpfiff kommt die Nachricht. So wie damals, wo du dachtest, die wären Meister, wobei eine Tor noch schießt. Das war 4 Minuten. Ja, der Andersen war es. Oder, ja. Nee, übrigens, nee, wir können das nicht machen. Gibt keinen Meister dieses Jahr. Gibt keinen Meister. Wir werten die Hinrunde und damit ist Red Bull dann Meister. Ja, auch nicht besser. Freunde, wir haben nicht viel Fußball. Es gibt ein paar Transfergerüchte, die man, erstaunlicherweise gibt es ein paar Transfergerüchte, die man noch aufgreifen kann. Aber ihr werdet alle schauen am Wochenende, oder? Ja, klar. Ja, was soll man sonst machen? Werde das Derby gucken, ja. Ja gut, es kann ja auch sein, ja, Geisterspiele interessieren mich nicht, zumindest diese ganzen Einzelspiele. Also ich weiß nicht, ob ich am Sonntag schauen werde. Ob ich am Montag schauen werde. Ich werde mir das Eintracht-Spiel auf jeden Fall angucken, weil muss sein. Konferenz werde ich so nebenbei laufen lassen, aber irgendwie Sonntag und Montag bin ich schon wieder so, Ich würde laufen nebenbei. Wie viel Aufmerksamkeit es bekommt, ist eine andere Sache. Aber beim Transfermarkt sind wir doch einig, ne, dass die horrenden Summen, die gezahlt werden, dass das nicht stattfinden wird, falls wirklich eine neue Saison beginnt. Ja. Dass die Preise nach unten fallen, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, inwiefern da unsere Scheichs zum Beispiel jetzt betroffen sind. Oder die russischen Oligarchen, je nachdem. Ja, und Öl wird jetzt ja auch ziemlich billig, wenn man guckt, wie billig es takten ist. Das ist richtig, aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt die große Frage. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, und da sind wir übrigens hin, nachdem ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, die Vereine in der Bundesliga, die über den Kampf kommen und so, ne, die könnten natürlich jetzt mit dem Restprogramm ein bisschen Glück haben. Auf der anderen Seite, die finanziell natürlich, und das sind ja auch meistens die über den Kampf kommen, gebeutelt sind, können im Transferfenster arge Probleme bekommen, ne? Dass sie wirklich in die Not geraten, ihre Top-Spieler anbieten zu müssen. Und Dortmund, Bayern, Leipzig, es ist jetzt in einem Atemzug immer schwer, Dortmund und Bayern, sowie die Vereine, die über Geld ja über sich überhaupt keine Gedanken machen müssen, sowie Leipzig, Wolfsburg und so weiter, Hertha vielleicht auch noch jetzt ein bisschen, die werden shoppen gehen können, ne? Und die können sich dann natürlich bei genau diesen Vereinen die zentralen Spieler dann raussuchen und einkaufen gehen. Das ist die nächste Gefahr, die ich übrigens mit dieser ganzen Entwicklung sehe. Bolti. Du auch? Ja. Gut. Ich glaube, die Schere könnte noch größer werden, als eh schon. Ja. Aber ein lustiges Transfer-Ding ist ja Rashica. Der hat ja 2 Ausstiegsklauseln anscheinend. Eine für Klassenerhalt, einen, wenn sie absteigen. Einmal sind es irgendwie 40 Millionen, einmal sind 15 Millionen und die laufen beide zum 15.06. aus. Ja, es gibt noch mehr. Götze zum Beispiel, ne? Der Vertrag läuft ja auch eigentlich am 30.06. Ja, genau, aus. Ne? Aber da habe ich, glaube ich, schon gehört, dass man dann irgendwie das alles so hinbiegen will, dass die vertragslos werden, trotzdem ja die Saison beenden müssen oder was weiß ich. Ist die Saison dann planmäßig 30.06.? Ja. Ist schon vorbei, die soll bis zum 30.06. abgeschlossen sein, im Notfall im Juli, wenn es rechtlich machbar ist. Aber zum Beispiel der DFB-Pokal ist für den 4.07. terminiert, das Finale. Gut, da wird Götze sowieso nicht auflaufen, zumindest nicht für den Unwahrscheinlich, Hobby. Ja, es sei denn, er wechselt zurück zu Bayern und hat dann 4 Tage. Ich glaub, nicht, aus Deutschland soll ja nicht ganz so großes Interesse bestehen. Nee, Rom höre ich immer wieder, ne? AS ja, Rom ist das eins, oder AS Rom? Ich glaube, Lazio war es. Ja, Lazio kann auch sein. Die angeblich Interesse haben. Es ist auch ein bisschen verzockt, ne? Wenn man jetzt mal aus Spieler sieht. Ich habe ja mal angefangen, indem ich über die Spieler hergezogen habe. Faule, hochbezahlte Penner, ne? Die auf ihrem Geld sitzen und so fing ich ja mehr oder weniger an. Aber auf der anderen Seite, so Spieler, die halt sagen, hey, ich lasse meinen Vertrag auslaufen, weil ich möchte den nächsten Schritt machen, müssen ja nicht immer alles charakterliche Arschlöcher sein. Aber das ist natürlich jetzt dann auch eine richtig miese Situation für die, ne? Ich meine,
jammern auf hohem Niveau wahrscheinlich, aber die werden trotzdem was finden. Aber vielleicht halt nicht den Vertrag, den sie sich eigentlich irgendwie bei einem anderen Verein erhofft hatten. So meine ich das. Ja gut, die Vereine wissen ja auch noch nicht, wie es weitergeht in der neuen Saison. Ja gut, inwiefern? Wann ja, du weißt ja nicht, ob du nächste Saison spielst, wie du spielst, welche Einnahmen du hast, ob es noch Europa-Cup gibt oder was auch immer. Das ist ja relativ einfach. Also wenn ich einen Vertrag jetzt mit einem Spieler mache, der vertragslos ist, werde ich in den Vertrag einfach den Passus aufnehmen, wo halt drin steht, wenn die Saison stattfindet. Dann tritt der Vertrag in Kraft statt, sonst nicht. Ganz einfach. Sonst tritt er nicht in Kraft. Wenn die Saison nicht stattfindet, dann findet auch kein Vertrag statt. Ist ja ganz normal. Kannst du noch machen. Und wird dir jeder Spieler unterschreiben, weil er ja selbst nicht weiß. Es muss Unklarheit geben, weil sonst wird einer nicht unterschreiben. Der verdient unter 10 Millionen im Jahr. Der wird nicht sagen. Ich habe von Vertragslosen gesprochen. Ja, aber dann hast du ja trotzdem, du unterschreibst dann diesen Vertrag, der tritt dann aus irgendwelchen Gründen, weil die Liga nicht, nicht in Kraft, dann bist du arbeitslos. Ja, klar, bist du dann arbeitslos. Du sagst als Vertragsloser ist aber normal als vertragsloser Spieler. Ja. Götze ist doch im Stand jetzt, wenn die Saison endet, vertragsloser Spieler heißt er ist arbeitslos, korrekt? Ja, das ist richtig, aber in der Regel hast du halt wirklich Fokus darauf, dass du Verträge von einem anderen Verein schon unterschreibst. Und das, was du ja sagst, wäre dann ein Vertrag. Ja, wir gucken mal, wenn die Liga dann irgendwie anfängt. Aber jeder Verein, der einen vertragslosen Spieler jetzt mit dem jetzt verhandelt, wo nicht klar ist, wann und ob die nächste Saison überhaupt stattfindet, wird diesen Passus aufnehmen, weil sonst ist es ja, Entschuldigung, sonst hat es ja von den Chef gar keine Ahnung. Ja, aber das Problem ist ja, nimm's Beispiel Götze, er unterschreibt jetzt bei Lazio. Die haben diesen Passus drin und dann kriegt er irgendwie ein Angebot von Barcelona. Ja. Das Doppelte verdient. Da muss er ja auch nochmal den Ausstieg haben, bis die Saison beginnt, weil sonst wäre es ja einseitig. Naja. Ich finde das nicht ganz so einfach. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich als Spieler, wenn zwei Vereine kommen und sagen, hier, aber nur der Vertrag tritt nur in Kraft, wenn die Saison bla bla bla, und der andere Verein kommt und sagt, hier, wir bieten jetzt zwar ein bisschen weniger Geld, aber tritt auf jeden Fall in Kraft, dann nehme ich Option 2. Ist safe. Ja, das ist ja klar, aber ich glaube einfach, dass es momentan, Stand jetzt bei Wieses, ist kein Verein weltweit weiß, ob eine neue Saison überhaupt stattfindet und unter welchen Konditionen. Keiner wird einen Vertrag anbieten, wo so ein Passus nicht drin ist. Glaube ich einfach. Doch. Es gibt immer noch mehr als genug Vereine, die erstmal von dieser ganzen Nummer gar nicht so hart getroffen sind. Ja, aber diese Vereine, von denen wir reden, für die ist doch Götze und ja, kein Thema. Reden also, ja allgemein jetzt über Spieler, die jetzt vielleicht in die Vertragslosigkeit gehen und sagen, hey. Also für Vereine, die denen nicht egal ist, das Geld. Die verpflichten ja keine 0815-Spieler, sondern Spieler, die eine gewisse Qualität haben. Davon gibt es ja nicht so viele, die überhaupt Interesse erwecken bei diesen Vereinen, wo du sagst, vielleicht Man City braucht Geld nicht achten und Paris und so weiter. Ja, also. Ich bin gespannt. So, ich habe aber echt überhaupt nichts mehr, worüber ich. Ich habe noch ein interessantes Ding. Natürlich. Wir waren ja bei Hertha, ne? Da ist jetzt Jens Lehmann, ne? Lehmann ist der neue Klinsmann, ne? Ja. Er hat auch schon wieder ordentlich Senf von sich gegeben, oder? Meinst du das BN Sports Interview? Oh Gott, ey. Er kann nicht verstehen, warum nicht 20.000 in die Arena gehen können, wenn da ist ja genügend Abstand dann. Ja. Hat der den Schuss nicht gehört oder so? Ja, er hat nicht weitergedacht. Den hat er vorher. Einlasskontrollen und sowas. Ja, die Frage ist, hat er nicht weitergedacht oder kann er nicht weiterdenken? Das ist die nächste Frage. Also, vielleicht Hertha ist lustig. Vielleicht könnte Kalu da irgendwie für aufgeben. mit seinen Kollegen. Aber das Positive haben sie ja auch schon rausgefiltert in der Berliner Fachpresse. Also. Lehmann hat nur ein Drittel der Facebook-Follower wie Klinsmann. Also wenn er eine Konferenz macht, wird es nicht ganz so... ja, und angeblich hat er seit 2 Jahren nichts mehr gepostet. Ja, genau. Wird sich ja bald ändern. Wäre schon geil, wenn er dann in einem Dreivierteljahr schreibt, hier bin ich wieder und ich bin weg. Ja, Berlin-like. So, Puffy, komm, mach weiter. Was hast du noch? Was soll ich noch weitermachen? Ich weiß nicht, du hast gesagt, ich hab noch ganz viele Themen. So einfach auf Verdacht. Tipp dein Spiel, Dortmund gegen Gelsenkirchen. Ich sage, Dortmund gewinnt 2-0. Ja, ich sag, ist mir scheißegal, ob es nach Dortmund erzielt ein Tor und das Tor wird von Haaland erzielt. Fertig. Wie du würdest leben können mit einer 1-2-Niederlage? Ey, ich nehme den Scheiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann den nicht ernst nehmen.
Selbst, guck mal, selbst wenn Dortmund hier jetzt einen super Run erwischt, ja, und am Ende Meister wird, ey, ich würde es nicht freuen? Ich weiß es nicht. Ich könnte mich über diesen Corona-Meister, wer kann sich denn darüber freuen? Wie würdest du denn reagieren, wenn die am Ende Fünfter werden? Würde ich mich ärgern. Aber dann haben sie es auch verdient. Ich kann nur noch mal sagen, was ich hier alles lese, ja, der hat muskuläre Probleme, wo ich mir denke, habt ihr in einer Pfanne oder was? Was haben die gemacht? Ja, nix haben sie gemacht. Ja, aber ihr Geld bis auf 10% oder was sie da verzichtet haben, teilweise weiterhin bekommen. Das haut doch voll nicht hin. Überleg mal, du musst als normalsterblicher Verdiener, musst du es jetzt in Kurzarbeit, kriegst 60% deines Gehalts irgendwie, krebst dich so von Woche zu Woche irgendwie und ja, dann normalisiert sich wieder alles und dein Unternehmen sagt, yo, weiter geht's und du sagst, ja, jetzt nehme ich aber erstmal ein paar Wochen Krankenschein, weil ich weniger Hirnaktivitäten habe. In der Pause hat mein Hirn runtergefahren. Was soll das? Arbeitet gefälligst. Ja? Euer Körper ist als Profisportler vielleicht nicht ganz so unwichtig. Außer ihr seid Sumo-Ringer. Ja? Aber selbst die werden ihren Körper in dieser Zeit weiter trainiert haben. Mit Reis. Oder, keine Ahnung, Sushi nicht. Halben Ochsen. Ja, ich weiß nicht, ob in Japan Ochsen essen darf, aber egal. Na, Kobe-Rinder. Kobe, ja, so eine halbe Kobe-Kuh am Stiel. Ja, Bolti, hier, tipp mal Derby. Was willst du da tippen? Ja, also, Puffy will, dass wir tippen. Einfach ja. So. Ja, du kannst bei jedem Spiel 5-0 sagen. Ja. Keiner hat Argumente dagegen und dafür, weil keiner weiß. Wie findet jemand das? Ja, was soll ich tippen? Ich tippe bei jedem Spiel 0-0, weil ich... Ja, hab ich auch gerade im Kopf gehabt. 0-0, nee. Ja, ich tippe bei jedem Spiel 0-0. Das ist halt ja 0-0. So langweilig. Ja. Ja, aber die Defensivmannschaften werden defensiv stehen und die Offensivmannschaften werden unter Umständen überhaupt nicht in der Lage sein, ihr Offensivpotenzial auszuschöpfen. Das macht schon Sinn. Aber ja. Vielleicht können Defensivmannschaften, die von der Struktur so sind, trotzdem nicht so defensiv spielen, weil ihnen auch die Spielpraxis fehlt. Ach komm. Ja. Das siehst du bei jeder EM und WM, ne? Wo du ja wirklich auch wenig mit dem Team zusammenarbeiten kannst. Ne? Aber ein Defensivkonstrukt kriegst du meiner Ansicht nach so schnell hin. Packen. Ja. Fabi, tipp das Derby. 1-0. Für wen? Für Dortmund. Wer macht das Tor? Haaland. Guter Mann. Ja. Boah, Fabi, ey, sag mir, wenn du wieder raus bist aus Andres Arsch. Wenn du Licht siehst. Leipzig-Freiburg. Komm, wenn ich fang an. Aufgekrabbelt ist, oder wie? Ja. Ich fang an mit Leipzig-Freiburg. Ich sag 0-0. Bolti? Ich sag 0-0. Fabi? 2-0. Sehr gut. Jepp? Ich sag jetzt mal, es in jedem Spiel mindestens 3 Tore fallen werden. In jedem Spiel mindestens 3 Tore. Gibt eine gute Quote, wenn man drauf wettet. Also mach, das ist eine, mach das mal. Habe ich. 2,50 € habe ich drauf gesetzt. Das sind dann irgendwie, gibt 250 € knapp. Ach, das ist ja noch lächerlich. Und wenn du jedes Spiel mit mindestens 2 Toren wettest, hast du auch eine Quote von um die 8 oder 9. Ah, ist ja langweilig. Also was jetzt? Mindestens 3 Tore, okay, das ist dein Tipp. Puffy. Als einzig seriöser, nee, mit Fabi. Fabi tippt ja auch. Fabi hat auch seriöse Tipp. Ich tippe übrigens 1-1 in diesem Spiel. Natürlich. Bei Leipzig gegen Freiburg? Ja. Ich weiß nicht, also. Doch, hat er gesagt. Und du hast gesagt, mindestens 3 Tore. Mindestens 3 Tore, aber ja, ich sag mal, es gibt ein 3-1 für Leipzig. Ach, auf einmal. Hoffenheim Berlin. Genauso ein 3-1 für Dortmund, weil da hast du mich gar nicht gefragt. Hoffenheim Berlin. Hab ich dich nicht gefragt? Das wird. Tipp, was tippst du in Dortmund gegen Gelsenkirchen? 3-1, okay. Hoffenheim Berlin, Puffy. 5-0 Berlin, sage ich. Nee, du sagst 5-0 Berlin. Ja, sicher. Du weißt von der 0-0 ab. Ich sage, das wird eine schöne 2-2. Ich lasse übrigens meine Tipps im Tippspiel, die ich vor Wochen eingebe, die lasse ich. Ich ändere da nichts. Ich habe da kein Problem. 2-2, sagst du. Ein schönes 2-2. Ja. Du meinst also, ich verstehe. Aufgrund dieser Corona-Kacke wird der Hoffenheim- und Berlin-Fußball plötzlich wie der Phönix aus der Asche emporsteigen und gut aussehen. Es fallen einfach Tore. Ja, schön. Das ist der Bruno Labbadia-Effekt. Jepp! 2-1. 2-1. Fabi? 1-2. Bolti, 0-0? 0-0. Ach komm, schließe ich mich an. Ich war ja gerade erst nochmal 0-5, dachte mir aber, naja, Bolti, mach mal bitte einen Schein mit allen mit 0-0 und gib mal 1 € ab. Ja, nicht gut. Sollten wir vielleicht eine Tippgemeinschaft hier mal machen. Das springt genug für jeden. Ja, aber solange Augsburg zum Beispiel mit ihrem Qualitätstorwart spielt, wird Augsburg halt immer einen Gegner kriegen. Ja. Aber es ist Wolfsburg. Ja, aber selbst da. Düsseldorf-Paderborn. Der Horst macht das.
Ach Gotti, 0-0. Da hätte ich wirklich vielleicht so in dem Rahmen auch getippt. Olti. Welches Spiel war? Spielt das eine Rolle? Düsseldorf-Paderborn? Ja, Düsseldorf-Paderborn. Ja. 0-0. Augsburg-Wolfsburg. Entschuldigung, Jepp. Düsseldorf-Paderborn. Jepp. 2-3. Fabi. 1-1. Und Puffy. 1-4. Kann ich mal da tappen? Was? 1-4? Hey, lass es den Scheiß doch abbrechen hier. Das bringt doch alle nichts hier. Augsburg, Wolfsburg, Puffy. 1-2. Natürlich. Jepp. 2-2. 2-2. Fabi. 0-3. Wolti. 0-0. Und trotz Wechhorst. Ja, ja. Und Torwart. Und ja. Ja. Ich sag 0-0. Frankfurt-Gladbach. Wolti. 5-4. 0-0. Was? 5-4? Hast du 5-4 gesagt? Ja. Hey, Bolti. 0-0. Super. Ja. Soll ich dich noch fragen, oder? Ja, gerne. Ja, gerne. Fabi. 1-3. 1-3 und der Puffy? 3-1. Perfekt. Köln-Mainz. Oh, das Karnevalsduell. Das Corona-Karnevalsduell. Puffy. 3-3. Natürlich. Jepp. 4-3. Na, selbstverständlich. Fabi. Ey, die Farce. Bolti, über uns jammern sie, dass wir 0-0-0 sagen, aber komm, Bolti, was tippst du da? Schwierig, ne? Schwierig, weil Köln, musst du sagen, haben natürlich einen Run gehabt, ne? Kurz vor der Krise und Mainz, immer so auf und Mainz, ab. Immer haben wir noch halbwegs neuen Trainer. Ich sag trotzdem, na, 0-0. Bis wann 0-0? Ja, schließ mich an. Schließ mich an. Ja, ich hab auch erst überlegt, kann in alle Richtungen gehen, aber ich bin da ganz klar beim 0-0. Union Berlin gegen Bayern, ja, mit 0-0. Bolti, was denkst du? Boah, mit Fans hätte ich gesagt 1-0 Union, so sage ich 0-0. Ja. Alte fast 3 voll, natürlich klar Emotionen, aber so ganz klar, da wird Union leider kein Tor erzielen und bleibt beim 0-0. Fabi. Yep. 0-4. Natürlich. Yep. 2-4. Und der Puffy. 3-0. Für wen? Union? Ja, dann selbstverständlich. Ja, setz da mal einen Huni drauf. Bremen gegen Leverkusen. Komm, Puffy, beende, was du angefangen hast. 3-0. Ja. Jepp. 1-4. Fabi. 0-0. Bolti. Ja, ist schwierig, ne? Bremen muss eigentlich. Ja. Leverkusen, auch wenn sie noch Champions League reinholen, sind ja Fünfter. Bremen schon 8 Punkte hinter Platz 15. Beide wollen, beide können nicht. Ja, wird 0-0. Ich sag mal so, Leverkusen natürlich richtig Offensiv-Power dahinter, ne? Und Bremen, naja, defensiv natürlich mal ein bisschen angeschlagen und deshalb glaube ich schon, das wird 0-0. Ey, ernsthaft, Freunde. Auch ihr da draußen. Sorry. Aber die anderen haben es auch nicht ernst gemeint. Dass die Tipps jetzt nicht ganz so ernst gemeint waren. Deine doch, oder? Meine waren absolut ernst. 3-0 und so, logisch, klar. Also wenn Union gegen Bayern 3-0 gewinnt, ja? Ja. Und, ja. Pass auf, Kombi bitte. Spüre was? Und Erling macht ein Tor im Derby. Ja? Egal, wie das Ergebnis ist. Dann kannst du die Flasche sparen. Okay. Aber nur genau in diese beiden Events eintreten. Okay. Ja. Und Kombi bitte Nummer 3 noch. Und wenn Bolti-Tipps alle zutreffen. Ja, okay, das hätte ja der Schlüssel, das hat nie passiert. Ja, das geht ja nicht, weil Erling muss ein Tor machen. Nein, das letzte das nur weg. Also wenn Union 3-0 gegen Bayern gewinnt und Erling macht sein 10. Tor hier in diesem Derby-Spiel, dann kannst du dir die Pulle behalten. Dann hast du für mich doppelt gewonnen. Ja. Hast du es schon gekauft? Weil ich weiß... Dann ich hab's noch nicht gekauft, oder? Weil ich hab ja, weil ich nicht glaubt, überhaupt weiterspielen, aber ich hab's bei mir, muss nur auf Kaufen gehen. Ja. Wagenkopf liegt schon drin. Sehr gut. Oh, Freunde. Indiana Hermod. Kann Bremen, wenn die jetzt alles gewinnen, eigentlich noch Euroleague kommen? Das ist glaube ich, der falsche Verein. Sie haben noch 10 Spieler, also 30 Punkte, also 58 könnten sie holen. Ja, aber es ist 48. Sind nicht andere Vereine eher so gestrickt? Berlin zum Beispiel? Also, dass sie sagen, hey, wir haben gewonnen, ab jetzt Champions League-Kurs? Wahrscheinlich, naja, klar. Gelsenkirchen auch, ne? Das ist auch gerne einmal gewonnen und so fort. Köln ist, glaube ich, auch so ein Umfeld. Ich glaube, Bremen schielt da jetzt nicht mehr auf die Euroleague-Plätze. Die haben gerade andere Sorgen.
Ja, ab Indiana Ehrenwort, ab nächste Woche, ja, sind wir arschschlauer. Dann ja, werden wir auch vielleicht versuchen, ein bisschen ernsthafter bei den Tipps zu sein. Was waren denn an meinen Tipps nicht ernst? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal beim Zettel, über meinen Zettel, wir haben relativ ähnlich getippt. Ja, kann also nur gut sein. So, in dem Sinne, ne, das war jetzt einfach nur so eine lustig eingeworfene Sinnlos-Folge. Nein, wir sind alle gesund. Hoffe ich. Noch? Puffy. Mental? Mental ist, ja. Habe gelesen, dass die Theorie momentan umgeht, dass die Spätfolgen von Corona-Erkrankungen durchaus ein Thema sein können. Zum Beispiel Kinder hier mit dem Kawasaki-Syndrom oder sowas. Ja. Egal. Dann müssen wir Fabi nochmal fragen. Ich glaube, der hat das ja. Der hat alle Syndrome. In dem Sinne, wir sagen Tschüss und nächste Woche wird alles besser. Indiana Ehrenwort. Habe ich schon gesagt, ne? Drei Fingerschuhe. Dann machen wir das. Sag Tschüss. Ciao, Kakao.